SG Wetzlar Fan TV. Die stärkste Handballliga der Welt. Präsentiert von Kinopolis Gießen. Nach 8,5 Wochen EM-Pause darf ich euch endlich wieder recht herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe des HSG Wetzlar Fan TV. Wir haben heute einen aus der skandinavischen Fraktion bei uns, den Norweger Kent Robin Tønnesen. Hallo. Hallo. Ja, du warst dabei bei der EM in Dänemark, also direkt im Nachbarland sozusagen. Für das Team, für dich, für Norwegen ist es nicht ganz so gut gelaufen. Ihr seid in der Gruppenphase ausgeschieden, aber für dich persönlich lief es eigentlich nicht schlecht bei der EM, oder? No, I think we played. Wir haben eigentlich zwei ganz gute Spiele gemacht, aber trotzdem lief es nicht wie geplant. Für mich persönlich lief es ganz gut. Ich habe gegen Spanien ein gutes Spiel gemacht. Wir haben zwar mit 2 verloren und hätten eigentlich gegen sie gewinnen können. Good against Spain and yeah, unfortunately we lost with 2, but I think we had a good chance to win against them. Auch am Samstagabend hast du deinen Torriecher ja wieder unter Beweis stellen können. 5 Treffer, bester Torschütze für die HSG gegen Hamburg. Dem Favoriten habt ihr lange Zeit Paroli bieten können. Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Es war ein gutes Gefühl, endlich wieder in der Rittal-Arena spielen zu können. Wir haben gegen den HSV in einzelnen Phasen ganz gut gespielt. Aber am Ende war es einfach nicht gut genug, um den Sieg zu holen. Wir müssen jetzt die guten Sachen einfach mitnehmen ins nächste Spiel beim Bergischen HC. We have to take with us the good things from this game to the game against Bergische now this weekend. Wir gucken uns das Spiel nochmal an. Hier ist wie immer unsere Zusammenfassung für euch. Fast 4.300 Zuschauer in der Rital-Arena fieberten dem Rückrundenstart entgegen. Doch die Abwehr der Mittelhessen zu Beginn fiel zu statisch. Pascal Hentz nutzt die Unsicherheit im Wetzlarer Spiel gnadenlos aus. Nur selten konnte sich die HSG aus dem Klammergriff der Norddeutschen so wie hier befreien. Reichmann fängt den Pass ab, schickt Kevin Schmidt auf die Reise und der schließt den Tempo-Gegenstoß erfolgreich ab zum 5:5. Doch die Hamburger blieben weiterhin konsequent in ihrem Spiel. Der wuchtige Kreisläufer Nilsson legt sein ganzes Körpergewicht rein und ist kaum zu verteidigen. Auch in der eigenen Abwehr geizten die Hamburger nicht mit robustem Körpereinsatz. Balic bei seinem Tor schon mehr als hart bedrängt. Trotzdem blieb die HSG dran. Doch auch weil Hans Lindberg von außen immer wieder seine Spielstärke unter Beweis stellte, führte der Champions League-Sieger zur Halbzeit mit 13:11. Nach einem 4:0-Lauf der Hamburger zum 18:12 nahm HSG-Trainer Wandschneider folgerichtig die Auszeit. Herr Männer, reißt euch jetzt nochmal zusammen. Wir sind dreimal frei gescheitert vorne, ja? Hundertprozentige Sache. Und auch in der Abwehr, die 2 Kämpfe hier gewinnen, ja? Vor den Kreisläufern. Direkt im Anschluss beendet Balic, wenn auch etwas glücklich, die torlose Phase der Wetzlarer. Doch die individuelle Klasse der Hamburger setzte sich jetzt durch. Canellas zur 7-Tore-Führung und so etwas wie der Vorentscheidung. An der Heimniederlage im ersten Pflichtspiel des Jahres konnte auch Sebastian Weber nichts mehr ändern. Der gebürtige Gießener vernascht Yogi Bitter mit einem wunderschönen Heber. Am Ende verliert die HSG aber mit 23:26. Na gut, Hamburg Champions League Teilnehmer, da ist die Haltung eigentlich auf den ersten Blick, sagt man dann, na gut, die Tabellensituation wird ein klares Ergebnis werden, aber wir sind da anders. Ich meine, letztes Jahr wurde Hamburg hier geschlagen, habe schon einmal in Hamburg einen Punkt holen dürfen und einmal sogar gewinnen dürfen mit der HSG. Von daher ist auch so ein Spiel von vornherein komplett offen. Ja, natürlich wollten wir nicht verlieren, aber wir wissen auch immer, dass es sehr, sehr schwer ist in Wetzlar. Haben wir in den letzten Jahren auch am eigenen Leib gemerkt und deswegen waren wir natürlich hochkonzentriert. Am Ende haben wir uns noch ein paar dumme Dinger einschenken lassen. Wir müssen natürlich ein bisschen höher gewinnen, wenn man den Spielverlauf so sieht.
Wir waren, glaube ich, mit 8 oder 7 vorne und dann am Ende mit 3. Aber wie, egal, wir haben jetzt die 2 Punkte, die sind sehr, sehr wichtig für uns und die wollten wir unbedingt haben. Das hat man, glaube ich, gesehen und wie gesagt, es ist sehr schwer hier zu gewinnen. Wir sind sehr froh. Also am Ende eine knappe Niederlage gegen den Champions-League-Sieger Hamburg. Kent, du bist jetzt etwas über ein halbes Jahr hier in Wetzlar in Mittelhessen. Wie gefällt es dir hier? No, I'm having a good time here. Ja, mir gefällt es sehr gut hier. Ich wohne in Lützellinden, habe eine schöne Wohnung. Ja, alles ist super. In Lützellinden and have a good apartment and yeah, I really like it here. Mhm. Wie hältst du Kontakt zur Familie nach Norwegen? I have a lot of Skype chats and ich skype sehr viel mit meiner Familie und sie besuchen mich natürlich auch sehr oft. Meine Familie war jetzt schon 5-mal zu Besuch. Ich sehe sie also regelmäßig. Been here for like 5 times or something, so I see them quite often. Wetzlar ist ja deine erste Station außerhalb von Norwegen. Wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen dem norwegischen und dem deutschen Handball? It's quite big, I think. Die Bedeutung Handball hat hier einen viel größeren Stellenwert. Jedes Spiel ist gut besucht, die Struktur ist um einiges professioneller. So ist das in Norwegen natürlich nicht. Full arena, every game and yeah, I think everything is more more professional and it's like every game is tough. It's not like that in Norway. Nach einem holprigen Start mit der HSG habt ihr euch ja mittlerweile stabilisiert, kann man sagen. Was sind eure Ziele noch für diese Saison und vielleicht auch, was sind deine persönlichen Ziele noch im Trikot der Grün-Weißen? Also erstmal müssen wir jetzt gegen den Bergischen HC gewinnen. Und wir haben ein sehr gutes Team, mit dem wir auf jeden Fall in der Lage sind, noch ein paar Tabellenplätze zu steigen. Außerdem wollen wir versuchen, in das Final Four im Pokal zu kommen. Und für mich persönlich muss ich mich weiter verbessern. Speziell in der Abwehrarbeit will ich besser werden. Ich hatte generell einen guten Start in Wetzlar und ich hoffe, das geht so weiter. Get some points in the next few games and I think I got a good start here and I hope that will continue. Also Kent Robin Tönnesen will weiter an sich arbeiten, das ist so die zentrale Aussage. An deinen Deutschkenntnissen hast du schon gearbeitet, du sprichst ein bisschen Deutsch. Vielleicht nimmst du mir jetzt mal ein bisschen Arbeit ab und verabschiedest dich bei den Zuschauern auf Deutsch einfach. Hi HSG-Fans, danke für die tolle Unterstützung. Bis bald in Rittal Arena. HSG Wetzlar Fan TV, die stärkste Handballliga der Welt. Präsentiert von Kinopolis Gießen.